Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde! Hallo, da ist sie, in Militärklamotte. Ich habe auch Militärklamotte. Wir haben jetzt einen Nachbarn, freundlicher Nachbar. Triff dich mit deiner neuen Nachbarin Kelly beim Haus mit Rutsche. Haus mit Rutsche. Wir haben übrigens eine Vermutung, wie das klappt. Oh, dass er die Tür von innen immer zumacht. Dieser Vollpfosten. Ich gehe nach außen, drücke E, weißt du, und er geht nach innen und macht sie hier zu. Also, was ich sagen wollte, wir haben höchstwahrscheinlich herausgefunden, wie das mit dem Ausruhen im Koop-Modus funktioniert. Und zwar ist es ja nun mal so, dass das nicht so ein klassischer Koop ist, sprich ihr übernimmt einfach einen Charakter eines Freundes oder so, sondern ihr habt euer eigenes Hauptspiel und einer der Charaktere eures Hauptspiels, der kommt dann sozusagen bei eurem Kumpel vorbei und hilft ihm. Manko, die Leute können dann da nicht schlafen oder so. Das heißt, wenn ihr mit einem neuen Charakter in das Hauptspiel gehen möchtet, von eurem Kumpel, müsst ihr zwangsweise. Ja, bitte den mal. Müsst ihr dann einen anderen Charakter auswählen und den ersten Charakter ausruhen schicken, sonst wird das nichts. Lebt ihr noch? Die Augen haben geleuchtet. Da ist noch einer. Geh mal auf die andere Seite. Wer weiß, wie die Kelly so drauf ist. Vielleicht sind hier ja noch andere Zombies. Sichern wir erstmal das Gebiet, bevor wir uns da einfach in das Haus reinwagen. Ist das so lustig, bei mir läuft's ja immer. Oh, brüll rum, blöde Kuh! Ja, ich will trotzdem mal kurz das, den Garten checken. Ja, ich schleiche hier auch einmal ums Haus rum. Nacht und hier sind Zombies. Brüllt einfach rum. Ein Wunder, dass Kelly so lange überlebt hat. Ja. Da hinten ist auch schon ein Zombie. Reiche ich mich ins Rand. Dann ist er tot. Ich ins Haus. Ins Haus. Locked up tight. Komm mal klar. Gotta be quieter. Stopp, stopp, stopp! In der Küche ist auf jeden Fall eine blaue Kiste für dich. Juhu. Da ist Kelly. Hallo Kelly. Kelly Bunny. Hey there. Ja, hi, Kelly. Kelly, vereinzelte Überlebende. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber eine Menge Zombies haben ein nahes Gebäude eingenommen. Es wäre für uns alle sicherer, wenn wir uns darum kümmern. Klar tun wir das. Klar, das kann ich machen. Kannst du uns vielleicht dabei helfen, etwas Medizin zu finden? Alright. So. Infestations like this are pretty dangerous. If you need some extra ammunition, I have a few rounds to spare. If you don't clear out infestations now and again, they spread all over. Then they become a serious problem. Gotcha. Erstmal ist im Garten gleich wieder ein Zombie. Was meinst du? Ich hoffe, Kelly ist mir nicht böse, wenn ich ihr Haus durchsuche. I see someone nearby. Might want to steer clear. Besorge bei Kelly Munition für eine Schusswaffe. Für deine Schusswaffe. Gehe mit Kelly zu einer. Achso, ein Infektionsherd. Bei einer verlassenen Klinik. Na, das klingt ja super. Oh, ich bin hier noch nicht durch. Ich finde hier so viele Sachen. Ja, ich durchsuche auch mal. Ich weiß auch nicht, ob sie das gut findet. Ich habe schon eine Machete gefunden. Oh, Medizinrucksack, Pistole. Kelly hat schöne Dinge. Ich weiß nicht, ob sie sauer auf uns sein wird, wenn wir sie ausrauben. Wäre sauer. Hier sind auch noch zwei Truhen drin. Ich bin eigentlich voll, ich muss halt wieder gehen. Danke, Kelly. Hab noch zwei Plätze frei. Hast du eine Pistole? Ich habe ein Arctic Warrior, das ist ein Gewehr. You been well? Aber ich will nicht handeln und ich will mit dir nicht sprechen, ich will das durchsuchen. Welche ich mit?
Ach so, ich soll Kelly Munition für eine Waffe besorgen. Okay. Nichts gefunden. Hast du gefunden, okay. Dann gehen wir mal zu diesem Escape. Infektionsherd. Das ist eigentlich doch immer nur so ein besetztes Gebäude mit Hippies. Mit Zombies meine ich. Sag dich gleich mit Hippie. So. Ich ist so hier hinten. Nachbarn. Da müssen wir hin. Wie sieht's denn aus? Ich bin quasi. Quasi wird schwer geworden. Siehst du das? Also ich hab irgendwie. Egal, wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Nee, ich werde erst nochmal nach Hause. Ja, das liegt ja auf dem Weg. Ja? Dann markiere ich mal unser Zuhause. Oh, Kelly wird angegriffen. Okay, dann Blau ist ein Haus. Blau ist unsere Heimat. Auch einfach hier die Straße runter. Jetzt wo es hell wird, erkennt man wieder alles. Hui. Ach, kann ich auch noch durchsuchen? Bisschen was kann ich noch nehmen, also zwei Slots habe ich noch frei. Ich glaube, ich habe auch noch ein oder zwei Slots. Ja. I'm already full up. Warte, ich schmeiß dir mal was hin. Und zwar. Zack. Da liegt was. Bringen wir das kurz rein und dann rennen wir mal weiter. Oh, ach, hier ist Munition, auch. Ich habe jetzt Munition gekauft, sprich, ich habe jetzt keinen Platz mehr. Gehe ich schon mal ins Häuschen. Was oder Zeug? Noch mehr Schrauben. I'm already full up. Kann ich nicht nehmen. So. Hab mal die Tür offen gelassen. Schön düster hier drin. Mann, Mann, Mann. Ach, kein Strom, ne? So. Ich weiß nicht, Munition, Pistole. What's going on, hun? Take her easy. Oh, ach, da 45er Patrone, das ist 9mm. 45er. Gut. Dann renne ich wieder vorne raus, oder wo bist du rausgerannt? Bin. Genau. Na gut. So. Einigkeit getrunken. Luke hat sich erholt, das ist so gut zu wissen. Ach, geht's. Ach, du bist gar nicht hinter mir, das ist hier Kelly. Ja, ich hab noch versucht, die Tür zuzumachen und ich bin übrigens gleich draußen gewesen. Ah, die Tür ist immer. So, Vorsicht, nicht nach vorne rennen, ich erledige den Zombie. Ja, hier sind überall Zombies. Ja. Kann ja auch vorsichtig um. So. Bam, bam. Weißt du, ein bisschen. Vorsicht verhalten lassen. Zack! Sieh dir das an! Hast nicht Walking Dead gesehen? Da sind nur vereinzelt ein paar Zombies, die kann man auch platt machen. Ja, aber okay, ich denke. We're getting close. If you can, take out the screamer first. Otherwise, it'll just draw more zombies. Ja. Ach, da hinten. Der Schreier ist der glatzige Typ, der keine Arme hat, ne? Das ist der da steht. Nee, ich glaube, der ist im Haus. Ja, ja. Ah, ich hatte den. Siehst du ihn? Ja. Soll ich versuchen, ihn zu erschießen? Wo bist du denn? Er steht direkt an der Tür und geht gerade auf uns zu. Nein. Das ist er nicht. Doch, der Schreier ist der mit den roten, leuchtenden Augen. Na gut, dann ballern wir drauf, komm. Ja? Boah, ja. Mann. Und ja, und der hat auch was zurückgelassen. Oh! Screamer, back to my distance. Ein panzerter Zombie hinter mir. Oh. Okay. Oh, ich mach den schon platt. Das, noch ein Screamer. Das war ja Schreihals. Metzel, Metzel, Metzel. So. So, wir haben hier eine Seuchenprobe. Sehr schön. This place makes me really uncomfortable.
Go piss yourself, alright? Ach, das war's. Wir sind noch mehrere, wirst du sehen. Ich würde sagen, wir säubern das erst. Ja, erstmal säubern und dann. I hear something. Schädel einschlagen, zack. Ja, auf die Rückseite. Keiner gerade? Naja, vielleicht draußen noch vereinzelt, ja, das kann sein. Oh, hier gibt's viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Und wieder Medizintasche gefunden. Oh, Verband. Darf ich durch? Beanspruche das mal hier. Was? Bedingungen nicht erfüllt. Ich brauche mehr Respekt oder so. War doch noch mehr, was ich durchsuche. Oh, dieses große Ding konnte ich doch durch. Melde dich bei Kelly. Oh, hier ist nochmal. Hier. Nimm mal diesen Container. Ich muss abschmeißen. Das ist ein gutes Ding hier. Let's work on making it even better. Got it. Hab ich meine Nahkampfwaffe rausgeschmissen? Oh ey, ich vergrate mir nun. This shit is hell. How have you been? Later. Ich glaube, du musst dich bei Kelly melden. Ja. So, Kelly, ich nehme an, hier gibt's Medikamente, die du suchst. Danke. Einem Mitglied unserer Gruppe geht es nicht so gut. Blood plague? Yes. I've lost friends to that too. You should know that medicine just delays the inevitable. Ja. I'm sorry. No, it's okay. We know how to cure it. We just need to keep this lady alive until we can make the cure. Natürlich der andere Charakter, ne? Der andere, no, it's okay. Der hätte rumgeheult. Blood plague? Wish I'd met you folks a month ago. Some of my friends might still be alive. We don't actually have the cure on hand just yet. We need to gather one more ingredient before we can craft it. What do you need? Maybe I can help. This is gonna sound crazy, but we need tissue samples from plague zombies. The doc brought a few samples from her lab back at the refugee camp. But she says we need more. So, you need plague zombies? Well, I can point you in the right direction. See you. Jo. Wir haben Kelly glücklich gemacht. Das ist doch schön, dass wir Kelly Einfluss gewonnen, aber wir haben nicht genug Einfluss, glaube ich, um hier diesen Punkt zu beanspruchen. We really need to have a talk about something. Ja, also ich habe 215. Wir brauchen 300. Ja, ich auch. Jo, dann geht's wieder heimwärts. Genau, zum blauen Punkt, weil wir müssen unser Zeug ablegen. Ja, das war der erste Seuchen, den wir platt gemacht haben. Genau, und McCurdy möchte mit uns reden. Ich bin noch nicht so ganz voll. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe noch 3 Plätze frei. Ich auch. Wollen wir hier kurz mal hier reingucken? Ja. Locked up tight. Ja, fest verschlossen. Way too loud. Das hier war offen. Oh, hier ist ganz viel drin. Ja, hier sind 3 Sachen, die du aufmachen kannst. Du hast hier 2. Okay. Hier Tüte mit Snack. Oh, das ist bereits. Oh. Ah, aus der Ausbildung. Doobidoo. Was ist das denn? Nageleisen? Ah, nix. Nimm's erstmal mit. Ersatzteile sind, glaube ich, immer gut. Ach, da sehe ich schon den Erste-Hilfe-Kasten. Das ist bestimmt wieder was, wo ich dann wieder ein. Ja, hier, Essen. Ich kann's nicht tragen. Oh, eine Axt. Ich habe noch 2 Plätze. Nee, ist schon ein großer Rucksack. Ich bin quasi voll. Okay. Ich komme mal später nochmal wieder, das war ja nur gerade zum Gucken hier.
Ist er nicht weit weg. Was ich mir hier abgewöhnen muss, ist immer von da oben runter zu springen. Ja, besser wär's. Oh, wir sind jetzt innen. Mach bitte die Tür zu. Alter, mach die Tür zu. Wir haben zwei solchen Proben mittlerweile. Wir brauchen, glaube ich, fünf. So, wo ist denn der gute McCurdy? Ich suche den schon mal. Eine Mod haben wir, cool. Oh, hier hat sich ja was getan. Ja, ich habe nebenbei irgendwie Gerümpel weggemacht und was anderes repariert. Aber wo ist denn unser Herr McCurdy? Ja, ich kann ja keine Veränderungen an deiner Basis machen. Ich kann nur... Aber Blutseuche, Ampulle mit Seuchenhilfemittel, plus 1, bereite eine hausgemachte Dosis des Heilmittels für die Blutseuche zu, verbessert Chemiefähigkeiten. Eine andere Aktion ist im Moment aktiv. Okay, ich kann es nicht machen. Scheiße. Wir machen ja gerade die Mod. Ah, ich habe McCurdy gefunden. Anlage repariert. Hier oben. Sprich, McCurdy. Ja, McCurdy rennt vor dir weg. So, für die Herstellung des Heilmittels benötigen wir Gewebeproben von solchen Zombies. Ich habe welche aus meinem Labor mitgebracht, aber wir brauchen noch mehr. Unser neuer Nachbar meinte, es gebe in der Nähe ein paar solchen Zombies. That's good. Now we just find these plague zombies and kill as many as we have to until we get a viable sample. Ja, for sure. Klingt doch noch einen Plan. Ist das noch markiert? We're counting on you to get this job done right. Das ist dann hier wahrscheinlich diese Mission hier. Mhm. So, gehe ich noch mal kurz in mein Inventar. Wie kann ich nachladen? Ah. Gedrückt halten. Weißt du, wie man da auf die Munition Einzelschuss und so ändern kann? Keine Ahnung, aber ich glaube... So aus wie für die Konsole, aber ich kann das Kreuz da nicht bewegen. Naja. Ich wechsle mal hier das Gewehr. Nee, scrollen geht nicht. Ja, lieber mal eine Pistole. Ja, ich denke mal Gewehr, da findest du die Munition nicht so schnell. Richtig. Ich habe gerade den Punkt markiert. Ja, hast du doch auch den gelben. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Achso, da auf der kleinen Minimap jetzt sehe ich ihn, okay. Rennst du schon hin? Ich renn schon hin, ja. Ich warte hier auf dem Felsen vom Bus. Naja, ich komm ja schon, Oh, oh, da wartet noch jemand auf dem Bus. Also ich will mal kurz helfen. Weil die Person tut mir leid. Vor lauter Verzweiflung, weil der Bus nicht kommt, will sie Selbstmord machen. Die Arme. Oh, falsch gedrückt. Ah ja. Wo kommen wir denn hier überhaupt so hoch? Ja, ich glaube hier schräg an der Seite. Ach, da ist eine Tussi. Klettern könnt ihr aber auch nicht, ja? Nein. Wenn du da so links rumrennst. Ach so, bist schon. Ja. Rechts unten sehe ich gerade so einen Schreihals. Hm. Wenn du mal herkommst, dann kann ich ihn dir nämlich zeigen. Ja, warte. Mal mit der Ruhe. Komm, la la la. Hallo.
Das da links ist ein solchen Zombie. Der hat nämlich keine Arme und hat eine Glatze. Und die sehen immer gleich aus. Das war im ersten Teil zumindest so. Ja, guck mal, da unten ist noch eine weitere Zombie-Tussi. Heißt... Versuche ihn mal von hinten zu erwischen. Ah, zu spät. Gut. Haben uns zwar die anderen gesehen, aber... Gut. Ja. Ja, ist das hier Wasser? Ah, oh, schade, er hat das nicht gemacht. Ja, soll ich nicht so. Vielleicht bringt uns der was. Der hat auch so rote Augen. Leider nicht. Ja, immer wenn du schleichst, bist du bei mir im Boden, ey. Okay. Oh, hier ist Zeug. Ja, cool. Nothing to turn your nose up, eh? Oh, guck, mit Ethanol und ein Energy-Drink. Ich habe eine Kiste mit Samen gefunden. Sah für mich aber gerade aus wie Cannabis. Ich dachte gerade, hier was zum Kiffen gefunden. Yeah! Kann das alles hier nicht durchsuchen? Gelbe Container. Aber es ist ja richtig viel, was ich hier durchsuchen kann. Oh, ich bin schon gleich wieder voll. Kann ich gerne was abnehmen. Ja, mach mal dann, wenn ich jetzt hier. Wo? Ach, hier ist auch noch was im Auto. Ja, ja. Hast du noch was gefunden? Nee, ne? Ich habe nur gelbe Container gefunden. Naja, ist okay, dann können wir ja gleich weiter. Weil ich habe viel Samen und Schrauben gefunden. Alles, was ich so... Das und wird ja dann gesteckt, also so aufeinander gelegt. Dann gehen wir mal da hoch, was markiert ist. Ja. Mal ein bisschen laufen, damit wir unsere Ausdauer ein bisschen... So... Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen voller aus. Brennt auch schon mal. Hm. Augen. Und wie findest du bisher so das Spiel? Mir macht es Spaß. Aber ich finde so, die Gegend ist nur ein bisschen arm, so, ne? Von den Gegenständen, was hier so ist. Andersrum, kostet nur 30 Euro. Ah. Die Roten sind echt aktiv. Ah. Gute ist, wir können uns nicht gegenseitig. Just what I was looking for. Mhm. Also eine Probe habe ich gefunden, war das ja, alles? Ja, hier sind noch ein paar Zombies. Lege die Seuchenprobe in dein Schließfach, okay. Ja, ja, wir brauchen ja noch mehr, oder? Nee, also ich glaube, das war's schon. Hier auch das Gebiet einmal säubern, wenn wir schon mal hier sind. Ja. Hier bei mir ist eine blaue Kiste. Ja, ich weiß, ich wollte erstmal hier die Zombies, die hier rumlaufen, erledigen. Ah, das sind ja ein paar. Da. So, jetzt kann ich mir die blaue Kiste anschauen. Wir haben noch ein Symbol mit einer... Da ist so ein Schützensymbol drauf. Ist das diese Markierung von der Karte? Ja, okay. Bist du im Haus? Ah ne, da bist du, okay. Ach, mein anderer Charakter, mit dem ich hier angefangen habe, hat sich erholt. Ah, die Info hast du auch bekommen, ja? Ja. Ja, mein Charakter. Nee, so, nee, ich hab's nicht bekommen. Ich meine, dass es ganz gut ist. Weil. Und noch eine Probe. Oh, oh. Willst du mich von hinten über... Oh! Ah, nein! Ah! Ah! Geh weg! Mathilde, was ist los? Hilfe! Komm ins Haus! Bin da. Wer noch? Ah! Hinter mir!
Ach, liegt einer auf dem Boden. Liegt auch noch einer. Hier, friss meinen Schuh, friss meinen Schuh, friss meinen Schuh. Ich verbinde mich mal. Sounds like we're alone. Okay. Geht's mir wieder gut. Okay, hört sich an, wir sind allein. Gut. Ja, ich habe schon zwei Proben gefunden. Ich muss sie jetzt wohl in so ein Fach legen. Sweet. Och. Jetzt bin ich voll. Ich habe hier ein Radio gefunden. Ghetto Blaster. Hast du noch Platz, Mathilde? Kann ich dir gleich sagen. Weil ich hier durchsucht habe. Gut. Ich habe... Naja, hängt davon ab, für was, ne? Warte mal. Ich habe Ersatzteile, also die Schrauben. Habe ich auch. Samen. Habe ich nicht. Also, den kann ich dir schon die mal rausschmeißen, mach mal aus. Ja. Ersatzteile kannst du mir geben. Hast du Seuchenprobe? Nein. Hast du Flasche mit Schmerzmittel? Nein. Benzinkanister? Nee, Krug mit Ethanol habe ich. Nee, dann war's das. Energy Drink hätte ich noch. Nein. Dann kann ich noch hier. Ich habe Wein gefunden. Ah, ich nehme auch einen Krug mit Ethanol mit. Krug Ethanol habe ich. Warte, dann lege ich das nochmal raus. Zippo. Bist du denn hier wieder? Ja. Krug mit Ethanol. Hey. Ja. Also, dann bin ich voll. Gut, also hier gibt es wohl noch einen Container, den ich durchsuchen kann. Nee, hier ist noch ein Container, den kannst du durchsuchen. Ja, aber was bringt's, wenn ich voll bin? Also mehr als einen Container. Na gut, gehen wir erstmal nach Hause. Ich kann immer gucken, ob ich noch was stacken kann, aber ich denke mal nicht. Also man kann später, wenn man ja genug Erfahrung hat oder so, ja, kann man ja Leute hierher schicken. Ja, man kriegt auch bestimmt noch größere Rucksäcke. Ja. Wir müssen zu blau. Genau, zu blau. Dahin. Ab nach Hause. Du, 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 du. So damn tired. Ach, schon wieder kaputt. Ah, er muss auch pennen. Jetzt weiß ich, was sein Problem vorhin war. Der Balken wird kleiner, weil er ZZ müde ist. Aua. Vorsicht. Ja, und ich habe mich dort immer verletzt, toll. Siehst du, der, ja, es ist echt zum Kotzen. Ich darf nicht so nah an der Mauer stehen wahrscheinlich. Ich denke mir immer bei so kleinen Bugs, gerade bei dem Spiel, es hat nur 30 Euro gekostet. Es hat nur 30 Euro gekostet. Also ich krieg das übrigens hin, möchte ich an der Stelle sagen. Dann muss ich mir das mal angucken bei dir. Ich habe mich bis jetzt noch nicht ausgeschlossen. Ja, dann mach mal, wie du das machst. Zeig mal, wie du das machst. Ja, ich gehe raus, so. Öffne ich, gehe raus, drehe mich um und schließe. Ja, komm mal wieder rein. So. Zack. Bei mir glitscht er irgendwie durch. Also ich würde sagen, das ist ein Anwenderfehler. Boah. Ich helfe dir hier und du willst mich abknallen? Wollen wir mal gucken, ob du dann auch wirklich tot bist in deinem Charakter? Wenn ich jetzt sterbe, dann ist der Charakter wirklich tot. Nein, das testen wir nicht. Vielleicht möchte ich das Spiel auch noch ein bisschen alleine spielen. Wenn ich dich ins Bein schieße? Nein. Ich schieße doch nur einmal ganz kurz. Ich schieße doch nur einmal ganz kurz. Soll ich dir ins Bein schießen? Nein, das ist... Den mag ich. Nicht dem. Ich kann ja Phoebe nehmen, dann kannst du ins Bein schießen. Kann ich rutschen? Ah, ich kann die Rutsche hochklettern. Yay, ich bin auf der Rutsche. Oh yeah, wie cool ich hier stehe. Keiner sieht mich. Weil Heinrich woanders ist. Heinrich Boah, Luke, kümmert du sich siehst um ganz die schön kaputt. Solchen Probe. Wo ist die denn? Ach, weißt du. Was? Du weißt, wo das Schließfach ist, oder? Ach, da muss die solchen Probe rein. Ach ja, steht da drin. Steht da ja auch. Ach, ich dachte irgendwo eine Krankenschätzung, scheiße.
We now have enough plague samples to make the cure. We should get on that as soon as possible. Dann musst du das wohl tun. Kann das nicht. Bin wieder Gast. Way too loud. Alter, Rambole. Oh. Seuchenmittel herstellen. Yo, I have the cure in hand. Cool. Time to get you back on your feet. You're still working on that cure, right? I'm kind of dying here. I need to get rid of this plague shit, or I'm fucked. This should make you feel better. So, jetzt haben wir sie. You really like me. Irgendeine Spritze reinstecken, das passt schon. Das ging aber schnell. Ja. I saw you killing plague zombies out there. I came over to talk to you about getting rid of them for good. Sprich mit Kelly. Solchen Zombies wandern nicht ziellos hier herum. Sie scharen sich in solchen Herzen. Solchen Herzen? Okay. Aber wenn du das Herz zerstörst, bist du auch die Zombies im Gebiet los. Okay. Bringen wir sie um. Ja. Später. Wir könnten übrigens hier ein bisschen was beanspruchen. Bei Außenposten. Einmal den Dirty Bird Espresso und die blaugraue Garage. Nee, wir haben nur 245, oder? Nee, also ich habe jetzt 295. Ja, 95, aber ich hätte gerne hier unten in die verlassene Klinik, damit wir an Medikamenten rankommen. Ja, ist klar, aber man kann ja bestimmt mehrere Außenposten. Ja, aber die Kosten, hier guck mal, die hast du diese Sterne und davon haben wir nur 295, die kosten 300. Du kannst auch dann halt, wie gesagt, Leute beauftragen, die können das durchsuchen, aber die kosten halt auch diese Sternsymbole. Das ist halt also so die Währung dafür. Für die Klinik. Ja, ja, okay. Aber habe ich nicht genug. Ich würde jetzt erstmal einen Break machen. Wir haben schon über wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Okay. Wir müssen uns auch langsam erstmal in dieses Spiel finden. Ich finde, es ist jetzt nicht so ganz benutzerfreundlich. Ja, nur weil du das mit den Türen nicht hinkriegst. Die Türen ist eine andere Sache. Ich glaube, das ist ein Anwenderfehler. Ich finde es halt nicht so geil mit dem Multiplayer-Konzept. Nee, das ist kein reines Koop-Spiel. Man kann sich da irgendwen einladen. Und wenn du dann mit deinem Charakter müde bist, musst du wieder zurück in dein Spiel, den Charakter wechseln und dann kannst du wieder zu mir kommen. Das ist doch kacke. Ja, das ist in der Tat irgendwie nicht ganz durchdacht irgendwie. Finde ich auch schade. Also, ich finde es zwar nett, dass man so seinen Kumpels helfen kommen kann, aber dass man nicht so richtig zusammen. Nee, richtig zusammen, kann, genau, dass richtig. Dass jeder auch auf die Sachen zugreifen kann. Also gut, ich kann mich jetzt heilen, aber pennen kann ich zum Beispiel nicht. Das ist irgendwie ein bisschen Banane. Ja, hier mein Bett zum Beispiel, genau. Ja, gut, machen wir mal einen Break, würde ich sagen. Jo. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann bitte ein Like da lassen oder ein Abo. Ich brauche noch sehr viele. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.